Ja, willkommen zu HiFi Apps. Ich bin Johann Gauss, Physiker aus Berlin. Heute geht es darum, den Tieftöner dieses Lautsprechers auszutauschen gegen einen neuen Tieftöner und dabei mal zu messen, wie weit sich der alte Tieftöner überhaupt noch nach seinen Parametern verhält. Der neue Tieftöner hat sehr ähnliche Parameter. Darüber zu sprechen, wie der neue Tieftöner eventuell angepasst werden muss, also die Weiche natürlich drumherum, und ob der neue Tieftöner eingespielt werden muss. Wie das so ist, der Lautsprecher ist nicht isoliert da. Der ist in ein Gehäuse eingebaut und das Gehäuse wiederum steht hier im Zimmer. Und alles spielt eine Rolle, wenn man Musik hört. Das ist ungefähr so, wie wenn man beim Auto ein Fahrwerksteil austauschen würde, vielleicht einen Stoßdämpfer mit der Feder, und nicht darauf eingehen würde, ob man komfortabel oder schnell unterwegs sein will und auch nicht darauf eingehen würde, auf welchen Straßen man fährt. Insofern spielt das drumherum hier auch eine ganz erhebliche Rolle. Der Lautsprecher selber muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, aber das alles nutzt mir rein gar nichts, wenn er in die falsche Box eingebaut ist. Und das alles nutzt mir wiederum rein gar nichts, wenn dieser hochwertige Lautsprecher im falschen Raum steht oder auch nur falsch aufgestellt ist. Also, wie man hier sieht, dieser Lautsprecher ist nicht klein und ich habe ihn dafür konstruiert, auch mal lauter Musik zu hören. Der soll auch eine höhere Sättigungslautstärke verkraften können. Andererseits soll man damit auch Kammermusik hören können. Damit er pegelfest ist oder einen gewissen Pegel zur Verfügung stellen kann, ist das Gehäuse offen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich für ein Bassreflexgehäuse seinerzeit entschieden. Alternativen wären zum Beispiel eine Transmission Line gewesen. Hier ist das aber nun mal so, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Das heißt, der Lautsprecher spielt in diesem Bassreflexgehäuse und entsprechend muss auch ein richtiges Zusammenspiel mit Gehäuse und Lautsprecher sichergestellt sein. Die nächste Geschichte ist, dieses Gehäuse wiederum steht in einem Raum. Das heißt, wenn ich jetzt anfange zu messen, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schleppe diese ganze Geschichte ins Freifeld, nach draußen, was Lautsprecherhersteller übrigens wirklich tun, messe dort, um die Raumreflexionen zu vermeiden, oder ich finde einen Weg, diese Raumreflexionen mitzunehmen, zu sagen, na gut, das ist jetzt keine professionelle Messung in dem Sinne, dass ich sie in einem Magazin veröffentlichen könnte, aber ich habe eine Messung von altem und neuen Lautsprecher unter den gleichen Bedingungen. Das heißt, ich hoffe auf eine Cancellation of Errors, nennt man das, also das Wegheben der Fehler. Ich werde Messfehler haben, wenn ich hier im Raum meinen alten Lautsprecher messe und hoffentlich sehr ähnliche Messfehler haben, wenn ich in dem Raum an der gleichen Stelle mit dem gleichen Mikrofon, in der gleichen Positionierung den neuen Lautsprecher messe. Um das Ganze dann noch so ein bisschen abzusichern, mache ich zusätzliche Nahfeldmessungen. Das heißt, ich halte das Mikrofon ganz dicht vor die Membran, so dass der direkte Schall den absolut dominierenden Teil übernimmt und die Raumeinflüsse für meine Verhältnisse gering genug oder für meine Zwecke hinreichend gering sind. Also, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Gespeist wird der Lautsprecher von dieser Hybrid-Endstufe, das ist eine LAM 1.2 Reference. Warum ist das wichtig? Naja, es ist keine Röhrenendstufe, sie hat in der Ausgangsstufe MOSFETs. Das heißt, von der Konstruktion her sind auch Lasten mit komplizierten Impedanzen möglich. Für mich heißt das praktisch, ich brauche später bei der Dimensionierung der Weiche nicht darauf zu achten, dass diese Box einen besonders gutmütigen Impedanzverlauf hat. Ich kann mehr oder weniger einbauen dort, was ich möchte. Hier sieht man kurz das Messequipment. Auf dem Tablet werden die HiFi-Apps laufen. Diesmal verwende ich dann auch ein Messmikrofon. Die LAM-Endstufe dient dann auch gleichzeitig zum Einspielen der Lautsprecher, auch zum Test der Pegelfestigkeit. Es hat keinen Sinn, eine solche Apparatur aufzubauen, einzumessen, fertigzustellen und dann bei der ersten Benutzung zuzusehen, wie die Lautsprecher kaputt gehen. Also man sollte am Anfang prüfen, ob sie den Bedingungen standhalten, denen sie später auch ausgesetzt werden. Die LAM-Endstufe ist ausreichend, um in diesem Zimmer sehr laut Musik zu hören. Wenn das subjektiv nicht reicht, ist hier noch diese IMG Stageline Bühnenendstufe, die liefert 2 Kilowatt. Das sollte auch den neuen Lautsprecher in seine Sättigung treiben können. Weiter geht es über diese Weiche. Wichtig ist, dass der Lautsprecher
möglichst direkt an die Endstufe angebunden ist, um einen hohen Dämpfungsfaktor zu erzielen. Das heißt, das Verhältnis von Widerstand des Lautsprecherchassis, typisch 4 oder 8 Ohm, zum Widerstand der Endstufe, der ist in der Regel erheblich geringer. Warum ist das so? Naja, die Endstufe speist das Musiksignal natürlich auf den Lautsprecher, der fängt an zu schwingen und will, wie jedes schwingungsfähige System, wie eine Radreifenkombination am Auto oder eine Schaukel oder was auch immer, wenn er einmal angespielt ist, weiterschwingen. Auch die Luftmassen hier in dem Bassreflexgehäuse wollen weiterschwingen. Das will der Hörer aber nicht, sonst klingt der Bass mulmig. Das heißt, er muss abgebremst werden. Um ihn abzubremsen, muss der Lautsprecher quasi kurz geschlossen werden. Das kennt man vom Dynamo. Wenn man ein Fahrraddynamo kurz schließt, dann geht er sehr viel schwerer zu drehen. Das Gleiche passiert im Grunde genommen auch, wenn der Lautsprecher an der Endstufe hängt. Der Dynamo elektrisch erzeugte Strom soll abgeleitet werden und damit das klappt, muss er möglichst direkt angeschlossen werden. Also flapsig gesagt, dicker Draht hilft in solchen Fällen. Dass das drei Drosseln sind, das hat nichts zu sagen. Im Hochtonbereich habe ich die Weiche diesen Audio Caps aufgebaut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die tatsächlich besser klingen als Folienkondensatoren aus dem Baumarkt. Ich weiß nicht, ob es dazu systematische Untersuchungen gibt, die wissenschaftlichen Betrachtungen standhalten. Da müsste man jetzt hier bei Intertechnik oder Mundorf oder Janssen heißen, die hier sich genauer erkundigen. Für mich klingen sie auf jeden Fall deutlich besser. Tja, das ist einfach so. Der Hochtonbereich ab 7 kHz wird durch diesen Plasma-Hochtöner abgedeckt. Praktisch funktioniert der so, dass man einen Sender hat, 27 MHz, das waren seinerzeit Teile aus dem CB-Funk, relativ preiswert zu bekommen. Dieser Sender ist so stark, dass die Antenne, sieht man hier glühen, anfängt halt zu glühen und sich drumherum ein Plasma in der Luft bildet, das was hier blau leuchtet. Durch diese Plasmabildung erwärmt sich die Luft natürlich auch, wird richtig heiß. Und wenn ich jetzt die Musik drauf moduliere, dehnt sich die Luft im Rhythmus der Musik aus. Das heißt, sie übernimmt die Aufgabe, die normalerweise eine Membran übernimmt, nur mit dem Vorteil, dass ich keine Membran habe. Das Ding hat einfach keine beweglichen Teile und hat auch keinen Übergang von einer Membran zur Luft. Die Luft spielt selber, dadurch habe ich einen unglaublich freien Ton in den Höhen. Ich habe mich da einmal drauf eingehört und leider noch keinen Hochtöner gefunden, der das ersetzen könnte. Grenzfrequenz ist auf dem Papier übrigens lustigerweise 1 MHz. Hier ist so ein Akustikvorhang, hier hinten habe ich jetzt dieses Dämmelement gerade stehen. Insgesamt ist dieser Lautsprecher aber hier als Rundstrahler ausgelegt, also hinten ist der Magnetostat unter dem Hochtöner, vorne ist auch nochmal ein Magnetostat, doppelt vorhanden und der Mitteltöner ist übrigens ein Expolinear Görlich mit Sandwich-Membran. Ausgetauscht wird dieser F12 von Swans, ich glaube inzwischen heißen die High Vision, gegen einen erheblich jüngeren ScanSpeak-Lautsprecher. Der sieht zwar schlechter aus, aber ich hoffe mal, von den Parametern her ist er besser.